Nein. Komm schon. Ich habe mein iPhone klingelt. Wer ist daran? Es ist der Dealer von der Straße. Was will er denn von mir? Ey, du Hurensohn, ich weiß, wo du wohnst. Ich komme vorbei und balle dir ein Loch in den Kopf. Was will der von mir? Du weißt, wo ich wohne, aber hast keine Eier und rufst mich an auf meinem Telefon. Ah, ja, das war gerappt. Hallo. Ja. Ich war gerade rennen und muss nebenbei noch nachschieben arbeiten. Oder Antwort hin. Fuck, ich fahre für eine Kacke zusammen. Komm, muss nur gerade ausfahren. Gewonnen. Moment. Ich freue mich gleich. So, alles klar. Yay, wir haben Rennen gewonnen! Das war voll unprofessionell von mir, aber leck mich am Arsch! Ich bin deine Mutter. Deine stolze Mutter. Wir haben schon 5. What the f? Ah! Der fährt immer nach vorne! Der Motor ist kaputt! Was geht mit der Karre? What the fuck? Das Auto will mich verarschen, das fährt einfach nicht mehr. So, jetzt. Geht doch. So, jetzt schießen wir das Auto noch mal respektabel ab. Miau. Ja, rast du doch mal aus mit deinem Auto. Wow! Wir sind Borders, wir müssen wieder ausrasten. Kennst du das? Ich bin CJ und töte dich? Fuck! Ah! Jetzt nehme ich mal in Ruhe. Bam! Fotze! Ja, wir schießen random auf Leute, denn sie haben uns alle was getan. Scheiße. 3 Sterne. Okay. Dann müssen wir mal ganz schnell nach Hause, ne? Wir haben hier aber einen Dodge Charger, der geht ordentlich. Ah! Jo. Da ist ein Formel 1 Auto. Können wir aufhören, mir weh zu tun? Hilfe! Ah! Au! Meine Fresse! Schnell in das Auto! Das Ding hat ein Handling von der Tomate. Scheiße. Egal. Mit dem Paint Spray fahren reicht's. Gut. Haben wir das?
Jetzt konzentriere ich mich wieder voll auf euch. Und ich bin schon wieder gegen ein Auto gefahren, aber diesmal wurde ich nicht festgenommen. Aber bitte nicht auf mich schießen, denn sonst werde ich wieder festgenommen. Volles Sprinttraining, Ausrasttraining. Gott, geregelt. Gut. Dann gehen wir noch mal ein bisschen pumpen, ne? Muss ja auch mal wieder sein. Diesmal packen wir 44 ab. Streng Jean-Call. Das ist der Boss. Ja, 44 Kilo, kein Problem. Für den Call und für mich aber. Hat bestimmt voll die Ausrast-Action in meinem Mikrofon, aber was soll's. Oh, jetzt. Ab. Oh, nochmal. Ein bisschen abwechselnder wäre vielleicht auch gut. Dann geht es viel einfacher. Du kannst jetzt im Fitnessstudio neue Kampffähigkeiten erlernen. Oder Kampftechniken. Alles klar. Also sind wir schon ein bisschen aufgepumpt. Komm! Alter! So. Du wirst noch muskulöser. So, jetzt. Ausrast-Action. Okay, 20 reichen. Genug gepumpt. Alles klar, da sind wir voll der Boss. Gehen wir noch ein bisschen Radfahren. Nochmal auf Stufe 4, denke ich mal. Und Leertaste gedrückt halten, natürlich. Nehmen Leertaste mehrmals drücken. Mal ein bisschen Fett verbrennen. Komm, Stufe 8 ist schon zu heftig. Machen wir erstmal Stufe 7. Kondition steigt dann natürlich auch mit der Zeit. Fettabbau, 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 Fettabbau. Oh yeah! Ah! Kondition steigt. Komm schon. Bumbe, 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 Bumbe. Fettreduktion. Fett runter. Bumbe, Bumbe, Bumbe! Drei Kilometer haben wir fast. Aber das reicht. 2,8 Kilometer sind wir gerannt. Alles klar, dann werden wir noch mal ein bisschen trainieren. Boxen, ne? Boxen wir einfach nieder. Die Sau. Warte ab, wenn du am Boden liegst, ist fertig. Nach Hause gehen. Yo, pay attention and you might learn something. Yo, charge in and batter your opponent. Maustaste R und Eingabe. Ey, das ist viel zu weit weg. Make sure your opponent is down and out. Never give your opponent time to recover. Alles klar, probieren wir es doch gleich mal aus an unserem Mentor. Ey, guck mal.
Okay, wir können jetzt boxen. Und ochsen wir jetzt auch. Sieht man nicht so großartig, aber ich denke schon. Wir müssen nur das T-Shirt runterziehen, dann sind wir der Boss. Alles klar, Sweet-Mission haben wir erledigt. Caesar bei Pando haben wir auch schon erledigt. Dann gehe ich speichern und Mama Big Smoke oder Mama Rider? Mama Rider. Das ist eigentlich ziemlich lustig, obwohl ich die meistens die Missionen doch nicht so mag, aber was soll's. Rider-Missionen sind nicht so mein Fall, aber ich mag den Kerl an sich, deswegen machen wir die einfach mal, ne? Los geht's! Rider, Junge! Home Invasion! Was macht denn der? Damn! What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water! Need a little something before I go deal with things! What things, fool? My homie LB? He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmy bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while he in bed. Yeah, I'm feeling that. Jill, that's it. That's it. Come on, nigga. What you waiting for? Look. So ein Idiot, Alter. Naja, die Mission an sich ist lustig. Wir müssen nämlich ein bisschen was klauen. Und zwar müssen wir wo einbrechen. Parken den Truck in der Nähe des Hauses und holen die Waffen, bevor es hell wird. Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. That's my homie, Mr. Wright. Shut up. You can't stop me. Who can't? Whatever. Okay. Ach, angenehm. Ich muss nur meinen PS3-Trigger mitnehmen. Später zu der Nutte. Und dann zocken wir FIFA. Dann brauche ich schon einen Controller mitzunehmen. Das ist doch mal sehr nett. Ich bin irgendwie nicht so gesprächig heute. Fällt mir selbst sogar auf. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht. Dieses scheiß Radio ist doch viel zu laut. Aber mehr geht's nicht runter. Dann ist es aus. Das ist voll übertrieben. Irgendwie kommt mir das vor, als wäre das Radio richtig laut. Das wird aber wahrscheinlich in der Aufnahme wieder total leise sein, weil es mit Camtasia wahrscheinlich wieder hochstellen müssen. Das ist traumhaft. Okay, und darunter. Ah, wow, habt ihr das gesehen? Das war Boss. Aus dem Weg. Hold up. Let's creep in. Grab the guns and bounce out. Gee, I got it ninja style. Right. Come out, you old bastard. Shut up. He can't stop me, you buster car. Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Okay, geh in das Haus. Du musst stets leise sein. Halte Alt L gedrückt, um zu schleichen! Wenn du zu viel Lärm machst, wächst du die Bewohner des Hauses. Achte darauf, dass die Lärmanzeige nie das Maximum erreicht. Alles klar. Okay, wir müssen diese lustigen Kisten hier mitnehmen. Aber das sollte kein Problem sein. Okay, weg damit. Keep it coming, CJ. Du machst so viel Lärm, du musst schleichen. Ja, heul doch mal rum. So laut bin ich jetzt auch nicht. Ich mach nur die Türen ein bisschen laut auf, aber was soll's? Was soll's? Bäh! Ja, eigentlich machen wir nicht so Lärm. Dann
Scheiß Mörser in seinem Haus. Was ist mit dem? What I tell y'all? He making a killing. Star, hol noch eine Kiste. Nochmal. Hat einfach mal random Kisten voll mit Waffen rumstehen. Das ist auch sehr nice. La 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 la. Wer war das? Hurensohn. You're a natural housebreaker, homie. Suche eine Kiste und steig in den Truck und lade ab, was du bereits verstaut hast. Ach, was? Wir nehmen alles mit. Du machst zu viel Lärm. Warum jetzt schon wieder? Wir haben gar nichts gemacht. Wir sind die Treppe hochgelaufen. Also bitte. Könnt ihr auch wieder ablegen? Das ist ja traumhaft. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen, weil nämlich da sind nämlich auch noch welche drin. In der Höhle des Löwen. Zwei sogar. Dann nehmen wir die jetzt alle mal raus. Oh nein, ich bin gegen eine Holzkiste gelaufen. Legen wir die mal ab. Jetzt bin ich wieder gegen das Holzgeländer gelaufen. Das macht natürlich gleich. Deswegen ist der Geräuschsektor so hoch, Alter. Ist ja normal. Vor allem sehen wir voll nice aus mit diesem Lederkondom auf dem Kopf. Wo bist du, mein Tageslicht? In 3 Minuten 50 bist du da. Auf geht's. Jetzt holen wir uns noch die letzte Kiste und dann haben wir es doch schon längst geschafft. Alles easy. Was geht? Also mir würde es sofort auffallen. Ich habe einen sehr guten Schlaf eigentlich. Also bei mir würde es auffallen, wenn ihr einen Neger auf einmal Kisten vor mir wegschleppt. Tschüss. Na 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 na. Ah, ich bin gegen die Lampe gelaufen. Komm schon, Lärm runter und... Bam! Sie haben eine neue E-Mail. Ich krieg 25 Millionen E-Mails am Tag. Hör auf, mich Dave zu nennen. Das ist nix. Bam! Oh Junge, was machst du? Nein! Ah! Läuft er einfach gegen die Kiste die ganze Zeit instant. Heb sie doch auf. Genau. Bist ein guter Junge. Eine unbekannte E-Mail. Ich weiß gar nicht, warum ich den Newsletter eigentlich abonniert habe. Komm. Letzte Kiste. Machen wir ganz easy. Take him for everything you can get. Ich habe einen Newsletter abonniert, wo man Fleisch online kaufen kann. Das ist auch hobbylos. So, auf Wiedersehen. Hammers. Gott, das waren sie alle. Alles klar. eBay sagt mir wieder, der Frühling kann kommen. Neue Angebote.